Mein Name ist Tobias Pankse. Ich arbeite bei der Claro GmbH als Geschäftsführer und bin 2001 aus Hannover nach Bayreuth gezogen, weil ich hier mein Sportökonomiestudium begonnen habe. Während meines Studiums habe ich bereits im Golfclub Bayreuth angefangen zu arbeiten, wurde dort übernommen und habe dann bis 2011 sowohl als Clubmanager als auch als Geschäftsführer da weitergearbeitet und bin dann 2011 zur Claro GmbH gewechselt, wo ich bis heute noch arbeite. Bayreuth ist für mich ein guter Platz zum Leben und Arbeiten, weil ich sage es immer, wenn ich es meinen Bekannten oder Freunden von daheim erzähle, es ist eigentlich eine Stadt, wo andere Leute Urlaub machen. Wir haben eine schöne Region hier mit dem Fichtelgebirge, mit der Fränkischen Schweiz. Und da ich gerne Mountainbike fahre bzw. Rennrad fahre, ist diese Region natürlich optimal hier für mich. Ich halte mich sehr gerne in den Mainauen auf, weil man da schön spazieren gehen kann, die Zeit genießen kann, abschalten kann. Und alternativ bin ich gerne in den Wäldern auf dem Mountainbike unterwegs oder halt auf den Straßen rund um die Fränkische Schweiz oder durchs Fichtelgebirge, um da ein bisschen Rennrad zu fahren. In Bayreuth haben wir eine große Universität, ich glaube mit knapp 14.000 Studenten mittlerweile. Und das sind alles potenzielle Nachwuchskräfte, die wir eigentlich hier in Bayreuth halten könnten, wenn man es schafft, Bayreuth auch interessant zu machen für den Nachwuchs. Ansonsten liegen wir strategisch extrem günstig, nämlich wenn man die A9 Nord-Süd-Gefälle mal sieht oder halt nach dem Westen rüber mit der A70. Das ist eigentlich genügend Potenzial, darum in Bayreuth die Wirtschaft zu stärken bzw. auch Nachwuchskräfte hier in Bayreuth zu belassen. Um sich in einer neuen Stadt, wie zum Beispiel Bayreuth, wohlzufühlen, ist es sicherlich sinnvoll oder hilfreich, wenn man in einen Verein eintritt oder wenn man nette Kollegen hat, mit denen man auch mal am Wochenende oder am Abend die ein oder andere Aktivität teilen kann.